Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Tönungsvideo. Wie ihr seht, ist mein Neongelb schon ein bisschen weniger Neon und ein bisschen mehr ausgewaschen. Und ich habe jetzt gerade Lust auf so einen Weihnachtslook, nenne ich es jetzt einfach mal. Eine Farbkombination, die ich unter normalen Umständen wahrscheinlich nicht tönen würde. Einfach, weil ich solche Farbkombinationen nicht mag. Also so grün und rot, ich weiß nicht, das ist irgendwie nicht so mein Fall, aber ich finde, zu Weihnachten passt es halt irgendwie. Grün und Rot sind halt so typische Weihnachtsfarben und ich dachte mir, so halb und halb ist das sicherlich ganz hübsch jetzt zur Weihnachtszeit. Ich weiß nicht, ich habe da jetzt gerade irgendwie Bock drauf. Ich hatte zwar gesagt, Pastelltöne werde ich als nächstes machen, aber das kann ich ja eigentlich immer machen, zu jeder Jahreszeit, aber dieses Grün-Rot finde ich für mich persönlich ist jetzt eigentlich nur zur Weihnachtszeit tragbar, weil im ganzen restlichen Jahr finde ich das scheiße. Ist eigentlich total dumm, oder? Keine Ahnung, was in meinem Kopf los ist. Naja, wie ihr seht jedenfalls, ne, das Gelb ist schon wieder ausgewaschen. In den Spitzen kommt das Grün wieder so ein bisschen durch. Ich kann euch gerne mal Fotos einblenden von den einzelnen Haarwäschen, während ich hier gerade mal meine Haare kämme. Ich bin nämlich ein bisschen verzaust. Ich war heute schon wieder total im Stress. Ich wusste jetzt schon seit ein paar Tagen, dass ich mir diese Farbkombi tönen wollte. Und ich dachte mir, das bietet sich ja auch an. Ich habe die Farben ja zu Hause. Rot habe ich jede Menge. Grün habe ich ja vor ein paar Tagen von Manic Pink vorgestellt. Die drei dunkelgrünen Töne. Und da war ja dieses Green Envy dabei, was ja ein klares Grün war. Und dann dachte ich mir, hey, das kann man ja dafür eigentlich super verwenden. Und dann ist mir aber gerade eben aufgefallen, dass dieses Green Envy nicht hier ist. In meinem Tönungsschrank, in meinem Kartönchen. Ich habe alles durchsucht. Ich bin so ein vergesslicher, schusseliger Mensch. Es ist einfach unglaublich. Ich hatte vergessen, dass ich mir ja vor einem Weilchen die Haare grün getönt hatte. Und zwar unter anderem mit dieser Farbe. Oder war es nur diese Farbe? Ich weiß es schon gar nicht mehr. So viel zum Thema. Da musste ich gerade losrennen zum Friseurbedarf, bevor der zur Mittagspause hin schließt. Und habe mir stattdessen Directions grün geholt. Was habe ich eigentlich bezahlt? 14,98 Euro sind die teurer geworden. Warte mal, 14,98 Euro durch... Ach, da steht es ja. 7,49 Euro. Die haben doch sonst immer 6 Euro irgendwas gekostet. Okay, damit kann man Directions jetzt auch nicht mehr in einem Friseurbedarf kaufen. Nur noch online. Aber eigentlich muss ich ja gar keine kaufen. Ich habe ja noch so viele Farben hier. Nur halt ein klares Grün habe ich nicht. Die habe ich in der Vergangenheit schon großzügig verbraucht. Deswegen habe ich mir jetzt zweimal Apple Green gekauft. Hier hoffe ich, es wird so, wie ich es mir vorstelle. Bei den Rottönen, ach nee, komm, das machen wir gleich. Wenn ich euch gleich die Farben zeige. Da es ja halb-halb wird, muss ich das jetzt natürlich ganz sauber abtrennen, ne? Weil grün und rot, wenn das sich vermatscht, dann habe ich hinterher braune Flecken am Kopf. Deswegen, das muss ich jetzt gleich aber mal mit Brille und mit zwei Spiegeln machen. Deswegen mache ich das nicht hier, sondern im Badezimmer. Das sieht dezent bekloppt aus gerade, aber naja. So, ich dachte mir, fangen wir mal erst mit dem Grün an. Ich habe mir jetzt zwei Dosen geholt, Apple Green von Directions, für den Fall, dass es nicht reicht. Habe ich mir schon überlegt, ob ich das vielleicht ein bisschen dunkler machen soll. Ich habe einen neuen Teppich und damit der nicht versaut wird, habe ich jetzt hier gerade so ein schwarzes Tuch drüber gelegt. Das ist so ein Kackstoff, der zieht Haare an, wie bekloppt, hier ist alles voller Haare, furchtbar. Naja, als Tönungsunterlage ist das ja dann egal, aber es nervt mich einfach trotzdem gerade. So, um sicher zu gehen, ach Gott, das ist echt wenig, ne? Packen wir da echt mal beide Dosen rein. Um das vielleicht ein bisschen dunkler zu machen, habe ich mir gedacht, geben wir mal was von dem Blackout hinzu. Ich verlinke euch natürlich alle Produkte, die ich hier verwende, in der Infobox. 1, 2, 3, 4 Tröpfchen. Ich denke mal, ich packe da so einen Esslöffel rein. Man kann da ja leider nicht mit einem Löffel oder mit einem Schaber rein, deswegen nutzt er diese blöde Flasche. Schauen wir erstmal, wie es aussieht. Ja, dann wird es auf jeden Fall schon mal einen Tacken dunkler. Ist halt die Frage, wie es dann gleich auf meinem Haar aussieht, aber hier wird es ja auf jeden Fall schon dunkler. Das ist jetzt wie so ein Tannengrün. So, als zweite Farbe, das habe ich euch noch nicht vorgestellt, das kommt demnächst aber, dachte ich mir, nehme ich von Manic Panic mal das Infrared. Und auch da, weiß ich nicht, ob ich das vielleicht mischen soll. Einfach weil
Ich denke mal, dass das nicht genug Produkt ist. Ich könnte es jetzt natürlich riskieren, aber wenn ich dann hinterher zu wenig habe und ich stehe dann da mit halb getöntem Haar und gebe dann einen anderen Rotton auf meine Haare, das wäre dann halt ziemlich kacke. Deswegen dachte ich mir, ich habe hier noch so viel von dem Poppy Red. Strecken wir das einfach mal ein bisschen damit. Das sind noch diese 100 Milliliter Tuben hier. Ich weiß gar nicht, ob es die jemals offiziell zu kaufen gab. Ich denke, das sollte reichen. Ich will jetzt auch nicht so viel von dem Poppy Red dazugeben, weil das ja so eine Pink-Tendenz hat. Und ich habe auch gar keinen Bock auf pink-rote Haare. So, ich denke, da das ja hier etwas präziser sein muss, wo die Farben sich treffen werden, mache ich das jetzt mal gerade mit einem Spiegel im Badezimmer, sodass ich mir, besonders hinten sehe ich das ja nicht, nur dass ich dann einen Spiegel hinten habe. Ich erkläre euch das, damit ihr wisst, wie ich es machen werde. Ich kann das jetzt nicht mit der Kamera zeigen, das geht aus Platzgründen dann leider nicht. Dass ich quasi einen großen Spiegel hinten habe, mit einem kleinen vorne halte und dann sehe ich dadurch im anderen Spiegel hinten meinen Hinterkopf und kann dann hier hinten ganz präzise auftragen. Auch gut, wenn man zum Beispiel seine Ansätze blondieren möchte und man sieht hinten ja nicht, was man machen möchte. Ne? Dieses Auftragen dauert gefühlt länger als der restliche Teil, weil man einfach so präzise sein muss. Aber man will ja dann auch keine Flecken da drauf haben, ne? Ist ja total klar. So, ich muss meine Haare mal eben nass machen, also anfeuchten, damit sich die Tönung besser verteilt. Ich werde die dann auch gleich zusammengebunden lassen, weil das Auswaschen, das werde ich auch getrennt machen, also immer nur eine Seite. Am besten geht das natürlich auch das Auftragen, wenn man eine zweite Person hat. Aber man kann es halt auch alleine, das geht. Jetzt kommen wir zum nervigsten Part, für mich persönlich, das Auftragen. Ich hasse es. Ich saue mich immer so ein, weil es so schwierig ist, wenn man nicht so gut sieht. Ich habe letztes Mal festgestellt, wie schlecht meine Augen einfach geworden sind. Ich habe mittlerweile auch schon Probleme, also ich bin ja, wie sagt man das, ich kann das nicht auseinander, kurzsichtig. Also ich habe Probleme mit Sachen, die weiter weg sind. Und ich habe festgestellt, wenn ich meine Brille nicht trage und am PC sitze, dann sehe ich auch schon gar nicht mehr, was da so abgeht. Also ich bin mit, das ist ja so ein, eigentlich etwas, was im Alter noch mit dazu kommt, na, dass man auch Probleme hat mit Dingen, die nah sind. Und ich kriege das jetzt so langsam, habe ich festgestellt. Das ist so deprimierend. Ich bin ohne Brille einfach hilflos. Ich habe mir ja Kontaktlinsen jetzt gekauft, also medizinische. Circle Lenses benutze ich ja schon länger, aber jetzt halt, ne, also normale halt. Weil ich mir dachte, das ist ja besonders für Videos eigentlich ganz gut. Das ist ja so mit ein Grund, warum ich selten zum Beispiel Make-up-Tutorials mache, weil ich einfach schlecht sehe. Ich muss dann immer, wenn ich mich privat schminke, so ganz nah an den Spiegel ran. Das kann ich ja dann logischerweise, wenn ich Videos mache, nicht, weil die Kamera ja auch noch irgendwo hin muss. Und dann ist das immer so ätzend und dann gucke ich mir das hinterher an und denke mir, boah, das sieht ja sowas von scheiße aus. Müsste man mal ausprobieren, wie ich so mit diesen Kontaktlinsen klarkomme. Ich habe, als ich mir meine Brille online bestellt habe, habe ich mir einfach mal welche mitbestellt, Kontaktlinsen, die günstigsten. Also da gibt es ja, so preistechnisch habe ich gesehen, irgendwie so alles Mögliche. Das sind Tageslinsen. Das ist natürlich sinnvoller für mich, wenn ich die sowieso nur ab und zu trage. Weil wenn ich mir jetzt Monatslinsen kaufe oder so, dann muss ich die ja nach einem Monat wegschmeißen. Und wenn ich die in der Zeit nur einmal getragen habe oder so, ist das ja total die Geldverschwendung. Deswegen halt Tageslinsen, ne? Die kann man dann einmal tragen und dann entsorgen ist auf Dauer dann günstiger, es sei denn, ich stelle jetzt dadurch fest, dass ich die so gut finde, dass ich die nur noch tragen werde und meine Brille gar nicht mehr, außer vielleicht, wenn ich zu Hause bin, dann würde sich das umgekehrt mehr lohnen, aber naja, egal. Ich hoffe, das wird jetzt nicht zu orange, das zu rot, weil na, meine Haare waren ja vorher noch gelb und dann addiert sich das natürlich und könnte sein, dass die vielleicht ein bisschen orangemäßig werden. So, da hat das ja mit den Farben locker ausgereicht. Dann packe ich den Rest gleich wieder, nicht in die Dosen rein. Das sind ja beides gemischte Farben. Aber in ein Einmachgläschen. Da kommt das in meinen Tönungsschrank. Mein Gott, ich versaue mich hier wieder. Ich zeige euch mal noch ganz kurz, wie viel ich verbraucht habe. Also von dem Grün ist noch jede Menge übrig. Und von dem Rot eigentlich auch. Also habe ich gut gemacht.
Noch habe ich meine Haare zusammen, aber das ändert sich gleich. Ich wollte euch noch mal kurz was zeigen. Und zwar, wenn man mehrere Haarfarben auf einmal hat, wenn man dann sowas hier macht, einfach so ein, ne, so ein Kuddelmuddelzopf oder so Frisuren macht mit Flechten oder so, dann hat man halt so ein schönes Farb-Kuddelmuddel. Mein Lieblingswort heute. Und das finde ich extrem cool. Also ich mag den Zopf gerade. Ich glaube, meine Bürste war noch ein bisschen nass. Ich habe die gestern Abend sauber gemacht. Und scheint, als wäre die noch nicht trocken. So, erstmal. Das Grün hat gar keine Probleme gemacht. So beim Auswaschen und so weiter war alles cool. Aber dieses Rot, diese rote Mischung hier. Ich denke mal nicht, dass es an dem Poppy Red liegt, sondern an dem Infrared. Das hat so rumgesifft. Es war ätzend beim Auswaschen. Und ich denke mal, das ist auch wieder so eine Farbe, die sehr stark abfärbt. Also da hatte ich auch hier so Probleme. Ne? Und beim Auswaschen, das kam halt ständig rote Farbe nach. Und ich kann euch mal mein Handtuch zeigen. Das sind ja immer alte Handtücher, aber trotzdem, damit ihr euch mal so eine Vorstellung machen könnt. Also dieses Rot ist etwas kompliziert. So würde ich ja jetzt normalerweise meine Haare tragen. Ich habe ja nie einen geraden Scheitel, ne? Kann man auch, muss man aber nicht. Oh, die vordere Strähne ist jetzt hier ein bisschen nass. Ich finde es auch cool, wenn die Farben sich so vermischen. Also da könnte man jetzt auch zum Beispiel mit Zickzack-Scheitel oder sowas machen. Was ich ja mal ganz gerne mache, mehr zwei Buns machen, ne? Und dann eben Zickzack-Scheitel. Hier jetzt bei dieser Variante sehr, sehr durcheinander, sehr unordentlich, was aber bei mir in dem Fall gewollt ist. Manchmal mache ich es auch ordentlich, aber ich finde so dieses Unordentliche, weiß nicht, das mag ich einfach persönlich lieber. Aber das kann man machen, wie man möchte. Hat auf jeden Fall was, dieses zweifarbige. Das Einzige, was mich nervt bei solchen Geschichten, wenn ich jetzt versuchen würde, den Scheitel so ganz gerade hinzubekommen, das wird zu 100% nie klappen. Man hat dann immer so eine kleine Strähne rot dann hier und eine grüne Strähne da. Aber so prinzipiell kann man das schon machen. Mir fallen auch schon einige Frisürchen ein, die ich damit zaubern kann. Aber das mache ich nicht in diesem Video. Das mache ich dann auf Instagram, denke ich. So ein paar Weihnachtsdekorations-Haar-Videos. Fotos meine ich natürlich. Bin schon total durch. Hier ist es total warm drin gerade. Naja, jedenfalls, was sagt ihr denn zu den Farben? Also auch dieses Infrared ist eigentlich ganz gut geworden. Ich hatte ja so die Befürchtung, dass es vielleicht ein bisschen orange werden könnte, wegen dem Gelb drunter, aber es geht eigentlich. Und ja, das Grün ist auch schön geworden. Nicht zu dunkel, nicht zu intensiv. So ein Tannenbaumgrün ist ja auch nicht so mega knallig grün, sondern eher so ein bisschen dunkler, ein bisschen waldiger, sag ich jetzt einfach mal. Von daher passt das eigentlich ganz gut. Ich freue mich schon aufs Haarewaschen. Das wird sicherlich immer ein großer Spaß werden. Am besten wäscht man dann so rum aus, weil die Farbe ja ausblutet, die nicht. Wenn ich das jetzt so machen würde und das Rot würde da reinlaufen, dann würde das hier braun werden. Also immer so waschen. Auch sehr interessant, an was man alles denken muss. Naja, jedenfalls war es das eigentlich schon. Schreibt mir doch mal euer Feedback in die Kommentare. Ich verlinke euch natürlich alle Produkte, die ich verwendet habe, in die Infobox. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis demnächst. Macht's gut. Tschüss.